Hey und willkommen zu meinem 12. Video aus Schwedisch Lappland. Jetzt ist also Sommer satt und Mittsommer war eigentlich nur der Auftakt zu diesen ganzen Sommerzelebrationen über Sommermärkte, Sommercafés, Sommerfeste. Also Licht und das bisschen Wärme werden gefeiert bis zum geht nicht mehr. Das ist so wichtig für die Menschen hier. Und viele Schweden haben jetzt natürlich Urlaub, sind in ihren Sommerhäuschen oder irgendwie in der Natur unterwegs. Und ganz beliebt zu dieser Jahreszeit ist auch Angeln oder Fischen eben. Und ich habe eine kleine Reise nach Norden unternommen. Zuerst mal an den Torne-Elf. Das ist der Fluss, der Schweden und Finnland voneinander trennt. Und dort kann man in dem Ort Kukkolaforsen zu dieser Jahreszeit Felchen fischen. Das sind so kleine Lachse. Und man macht das mit einem Netz mit einer ganz langen Stange dran, hält das kurz in die Strömung und schaut dann, ob irgendwas drin ist. Ja, ich hatte nicht so viel Glück. Und an anderer Stelle wiederum stehen die Angler dann manchmal wirklich stundenlang im Fluss und werfen ihre Angel aus und warten. Und ein Angler hat mir gesagt, das können nur Männer machen, Frauen hätten dafür gar nicht genug Geduld. Weiter nördlich, in dem kleinen Ort Pajala, gibt es jedes Jahr 2 Wochen nach Mittsommer den größten Sommermarkt der Region mit ganz vielen Ständen, wo man lecker essen kann, zum Beispiel Rentierkebab, aber auch ganz viel Kunsthandwerk und andere Kleinigkeiten kaufen. Weiter nördlich, in dem Dorf Lannavaara, habe ich die samische Sängerin Jana Mangi besucht. Die hat dort einen kleinen Hof, Mongi Gordon, wo man sie auch besuchen kann nach Absprache. Und das ist eine samische Sängerin, die auch Joik-Lieder viel gemacht hat und aber auch sehr persönlich die interpretiert hat und damit in über 30 Ländern auf Tournee war. Aber jetzt mittlerweile möchte sie nicht mehr so viel reisen und sich wirklich auf die Natur konzentrieren, in der sie eigentlich aufgewachsen ist und über die sie auch singt. Und wenn man sie besucht, dann erzählt sie einem sehr viel über die Geschichte ihrer Familie. Ihre Mutter, die ist mittlerweile über 90, war nämlich noch Nomadin und ist wirklich mit ihren Rentieren durch ganz Lappland gezogen früher. Und die Mutter erzählte auch ein bisschen, und zum Beispiel, dass sie sich früher überwiegend von Rentierfleisch ernährt hätten und von jeder Menge Kaffee. Und die Frau wirkte wirklich sehr, sehr fit noch. Ja, und dann bin ich mit Jana rausgefahren zu einer kleinen Rentierzuchtfarm, so ungefähr 20 Kilometer entfernt, am Ende der Straße, mitten in der Wildnis. Und dort hat sie auch ein paar Rentiere im Gehege, das sind meist kastrierte Männchen. Und eins von diesen Tieren hatte Augenprobleme, musste also Augentropfen bekommen. Dann wurde also wirklich so weit rausgefahren, um dem Tier zu helfen. Finde ich ganz, ganz toll. Und es gab dort auch ein Rentierbaby, das von seiner Mutter verstoßen worden war und in der freien Wildbahn also ganz schnell eingegangen wäre. Und Jana meinte, sie bringt es also nicht über das Herz, dieses Tier einfach draußen verenden zu lassen. Und deswegen wurde das auch dann im Stall aufgenommen. Und sie und die anderen Rentierzüchter dort kümmerten sich eben ganz liebevoll um dieses Tier, was unheimlich verspielt war. Nach Lannavaara ging es dann immer weiter Richtung Norden, nochmal nach Abisko. Da war ich ja schon im Februar mal zu meinem Geburtstag und habe da die wunderschönsten aller Nordlichter erlebt. Und jetzt ist es halt genau das Gegenteil. Dort war nämlich immer noch Mitternacht Sonne. Noch bis ungefähr 17. Juli konnte man die sehen. Und es war immer mein Wunsch, wirklich jetzt mal ganz hoch rauszufahren auf diese Abisko Sky Station, wo man auch im Winter wunderschön die Nordlichter sehen kann. Und da jetzt wirklich mal diese Mitternachtssonne zu erleben. Man kann da hoch wandern, das dauert aber einige Stunden. Und da ich erst abends sehr spät angekommen bin, es war schon nach 10 Uhr, dachte ich, ach, heute gönne ich mir einfach mal den Lift, der da hochfährt. Also ganz offen, man fährt einfach da, man sitzt da in diesem offenen Sitz, fährt hoch. Es war so traumhaft schön, dieses Erlebnis. Zum Teil lagen sogar noch Schneefelder da im Berg. Das ist der Berg Nuolja. Das ist schon ein Teil des Abisko-Nationalparks. Und ja, dort gibt es also diese kleine Sky Station mit kleinem Café oder Restaurant auch im Winter. Und von da kann man auch einfach oben ein bisschen in den Bergen rumlaufen und einfach diesen immer hellen Himmel des Sommers genießen. Und das habe ich auch gemacht, ein Mitternachtspicknick da gemacht. Und dann bin ich irgendwann wieder zurückgefahren, denn ich hatte auch noch einiges vor an den nächsten Tagen.
Von Abisko bin ich tatsächlich zum ersten Mal in Schwedisch Lappland Zug gefahren. Da gibt es ja nicht ganz so viele Verbindungen, aber da muss ich das unbedingt mal machen, denn von da führt eine der angeblich schönsten Strecken der Welt mit, bis nach Narvik in Norwegen. Und zwar geht es da durch eine ganz tolle Berglandschaft und man kann es einfach mal genießen, wenn man nicht Auto fahren muss. Und ganz wichtig ist auch, das ist die Strecke der Erzbahn, die von Kiruna, von der Grube dort, der Eisenerzgrube, das Eisenerz bis nach Narvik in den Hafen bringt. Und von dort wird es dann nach Europa und in die Welt verschifft. Ist also eine ganz bedeutende Zuglinie und das lohnt sich auch schon, das einfach mal als Tagesausflug zu machen, um dann am Nordmeer auf einmal zu sitzen, was wieder einen ganz großen Kontrast auch darstellt zu der Ostsee, an der ich ja nun lebe. Kennt ihr das, dass ihr irgendwo ankommt und so ein ganz großes Oh-Gefühl habt, weil das genau der richtige Ort ist in dem Moment, an dem ihr sein wollt oder sein sollt? Und so ging es mir am Silver Fallet. Das ist ein Wasserfall zurück in der Nähe von Abisko, ganz gut versteckt unterhalb der Straße. Und ich wollte nur kurz schauen, eigentlich, wie der sich von diesen grünen Klippen in die Tiefe stürzt, bis in den Torne-Tresk. Das ist der große See bei Abisko. Aber dann war ich unten an diesem Steinstrand und das hat mir so gut gefallen, dass ich da versucht habe, ein Feuer zu machen. Und das war an dem Tag nicht so leicht. Es regnete nämlich ein bisschen. Und wie ihr vielleicht wisst, aus feuchtem Holz ein Feuer zu machen, ist ganz schön mühsam. Aber letzten Endes ist das ja wie in vielen Situationen im Alltag auch, ne? Wir versuchen doch alle ständig, eigentlich aus feuchtem Holz eine Flamme zu machen, müssen kämpfen und versuchen und dranbleiben. Und genauso war das auch. Und am Ende hatte ich dann eine Flamme und konnte grillen. Ja, und dann fand ich so toll da, das war so entspannt und so einsam. Da habe ich gedacht, hier schlage ich jetzt auch mein Zelt auf für die Nacht. Ich zelte ja immer wild jetzt im Sommer. Und dann ist wirklich das allergrößte Geschenk an diesem Abend mir gemacht worden. Es kam auf einmal ein bisschen Sonne raus und ein Regenbogen, der hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert und hatte die grellsten Neonfarben, die ich je gesehen habe. Und zum Teil war er sogar doppelt. Also wirklich ein Geschenk der Natur, das ich nie vergessen werde. Nördlich von dem Silver Fallet gibt es einen ganz schönen Wanderweg rein in die Berge. Der führt zu einem See, der heißt Trollschön, der See der Trolle. Und das sind so ungefähr 7 Kilometer. Gar nicht ganz so weit, aber man kommt trotzdem ziemlich weit in diese Bergwelt eigentlich rein und geht durch das Tal der Steine, heißt das. Und man sieht auch zuerst ist es noch ganz grün weiter unten Richtung den Seen. Und dann wird es immer steiniger, ganz tolle Felsformationen sieht man. Und man hat dann irgendwann den Eindruck, ja, wo ist denn jetzt der See? Hier ist doch gar kein Wasser. Und dann kommt man auf einmal an diesen wirklich türkis- und blaufarbenen, ganz klaren See, von dem gesagt wird, dass es der klarste See in ganz Schweden ist. Und wahrscheinlich auch der kälteste, der war ungefähr so 4 bis 5 Grad warm. Denn der ist nur 2 Monate ungefähr im Sommer auch eisfrei, weil da auch immer dann das Gletscherwasser reinfließt. Also wirklich ein ganz, ganz kalter See und nur ganz kurze Zeit auch im Sommer wirklich zugänglich, weil dann schon bald wieder auch der erste Schnee fallen kann dort. Und ich habe diese Wanderung unheimlich genossen. Ich merke immer mehr, dass für mich eigentlich Wandern gar nicht das Wichtigste ist, wirklich Kilometer zu machen, weit zu kommen, schnell anzukommen. Mich interessiert viel mehr, was passiert denn da am Weg eigentlich? Was wächst hier am Wegesrand? Oder wer hat hier auf dem Weg gekackt? Welcher Vogel war das? War das ein Hase? War das ein Elch? Elchlosung sieht man natürlich ganz, ganz viel immer. Und das sind so die kleinen Details, die mich eigentlich immer mehr interessieren. Und noch mehr natürlich auch gerade dieses Jahr im Kontext mit meinem Thema 8 Jahreszeiten. Und was passiert in der Natur? Was gibt es in der Natur? Das sind so die kleinen Dinge, auf die ich achte. Und bin dann auch ganz lange da am See sitzen geblieben, habe mir angeschaut, wie die Wolken sich zum Teil so ein bisschen an den Gipfeln zu verfangen scheinen, habe mein Mittagessen auf meinem Gasbrenner mir warm gemacht und es war einfach so entspannt und so ruhig. Und man hatte wirklich das Gefühl, man ist ganz weit draußen, obwohl es ja eigentlich nur 7 Kilometer von der Straße entfernt waren. Aber das passiert hier in Schwedisch Lappland ganz oft. Man geht eigentlich nur ein paar Schritte.
Und man hat das Gefühl, man ist wirklich mitten in der Wildnis. Und es gibt kaum Menschen. Und nur noch, man hört nur noch die Vögel. Und es ist einfach unglaublich entspannend. Der Tag, wo ich am Troll schön war, das war wirklich der allerschönste Wettertag. Ist eigentlich nicht so häufig da ganz oben im Norden, dass wirklich mal einen ganzen Tag Sonne ist, dass die Seen eine ganz spiegelglatte Oberfläche haben, dass sich wirklich jede Wolke spiegelt. Und dann fährt man zurück nach Abisko und hat schon von der Straße den Blick auf Laporten. Das ist dieses tief eingeschnittene Tal zwischen zwei großen Klippen. Das ist wirklich ganz symbolisch hier für Abisko und auch manchmal wird das eigentlich als Symbol für Schwedisch Lappland auch genommen. Man sagt, das ist praktisch so das Eingangstor nach Schwedisch Lappland. Und es ist einfach so wunderschön, mit diesem Blick die Straße runterzufahren. Und dann kann man von der Abisko Tourist Station aus an einen kleinen Strand laufen. Das hatte ich sogar im Februar schon mit meinem Freund gemacht. Und dann sind wir auf dem zugefrorenen Torne Tresk im Februar noch spazieren gegangen. Und es war unglaublich, das jetzt mal zu sehen, wo der See offen ist, wo man in dem See auch mal kurz baden kann. Der war sogar im Gegensatz zum Troll schön, so ungefähr 10 Grad warm. Und das wirklich jetzt unter diesem, 5 Monate später eigentlich nur, unter diesem Abendlicht, unter dieser Abendsonne zu erleben. Wirklich ein kompletter Kontrast, der einem wieder mal zeigt, wie schnell sich hier alles wandelt. Innerhalb von 5 Monaten oder noch weniger oft ist wirklich das komplette Gegenteil in der Natur zu sehen. Ja, und das dauert jetzt natürlich auch nur noch ganz kurz und dann kommt schon wieder Herbst und Winter. Und ja, das habe ich nochmal so richtig genossen und an dem Abend auch in der Nähe von Abisko am Torne Tresk gezeltet, wo es auch wirklich einen sehr schönen kleinen Strand gab, wo die Leute noch Feuer machten und unter der Mitternachtssonne zusammensaßen, auch zum Teil Fischer. Und ja, am Anfang war es ganz ruhige Wasseroberfläche, kein bisschen Wind, Sonne. Und dann kam auf einmal Wind auf, das Wasser kräuselte sich und dann schaute ich hinter mich. Und dann war da auf einmal wieder ein riesen Regenbogen in diesen schwarzen Regenwolken. Und ich finde das einfach immer so toll, wenn der Himmel sich verändert, wenn Wolken kommen, wenn Regen kommen. Und es ist eigentlich dann, dass so richtig was passiert, hat man das Gefühl, dass die Farben knallig werden. Und dass man einfach wirklich die Kraft der Natur in jeder Pore eigentlich spürt. Auf dem Rückweg bin ich vorbeigefahren in Jukkasjärvi. Das ist der Ort, wo auch das berühmte Eishotel steht. Und da gibt es auch einen Samenort, der heißt Nuttisami Sida. Und das ist ein kleines Museum, wo man sehr viel mehr über die Samen und ihre 8 Jahreszeiten auch erfahren kann. Und dort hatte ich ein kleines Interview. Und es gibt auch ein unheimlich schönes Café, wo eigentlich immer ein Feuer brennt. Zurück an der Küste, da habe ich auch mal eine Bootstour unternommen, raus auf die Insel Sandskär. Die ist im Naturreservat vor Haparanda. Haparanda, das ist die Grenzstadt auf schwedischer Seite, wo es eben rüber geht, dann nach Finnland, nach Tornio auf der finnischen Seite. Und da gibt es auch einige sehr, sehr schöne Inselchen. Und auf diese Insel Sandskär fährt eben im Sommer auch mal ein Ausflugsboot raus. Da kommt man sonst gar nicht hin, wenn man sein eigenes Boot nicht hat. Und das habe ich mal ausgenutzt und bin da rüber gefahren. Und da gibt es einen ganz tollen Wanderweg von ungefähr 5 Kilometern, wo auch sehr schön erklärt ist, was man eben sieht in der Natur, welche Tiere es gibt, alles über Flora und Fauna. Und es gibt ganz tolle Strände und Dünen, also fast wie an der Nordsee. Nur, dass eben kein Wattenmeer da ist. Und da bin ich eben diesen 5 Kilometer langen Pfad runtergegangen und mal schien es so wie Heidelandschaft, dann gab es wieder einen Urwald praktisch mit ganz alten Bäumen und jeder Menge Mücken natürlich. Aber es war ein unglaublich schöner Tag und auch wieder super Wetter. Und ja, ich habe mal versucht da zu baden, das war auch wieder sehr, sehr kalt. Also baden ist immer ein bisschen schwierig hier, wenn man nicht super resistent ist gegen kaltes Wasser. Aber das war egal. Und selbst die Mücken und sehr viele Bremsen bin ich ganz gut mit klargekommen und hatte einfach einen ganz entspannten Tag. Es gab kaum Leute auf der Insel, nur ein paar, die auch mit dem Boot rübergefahren waren. Ein paar Einheimische, ein paar Finnen. Und ja, dann liegt man da wirklich am Strand, kann es auch mal ausnahmsweise nackt machen, was sonst in Schweden nicht so beliebt ist.
Die Schweden sind da ein bisschen prüde, muss ich sagen. Und FKK und so, wie zum Beispiel in Deutschland, ist nicht so üblich. Aber weil da eben keine Leute waren, konnte ich das dann mal machen und habe das sehr genossen. Und ja, also ein ganz tolles Naturreservat und sehr viel, was man auf dieser Insel lernen kann über die Natur, über die Tiere auch, die dort leben, sogar Elche. Ich habe wieder Elchlosungen sehr viel am Boden auch gesehen. Und ja, darüber werdet ihr dann mehr im Buch erfahren. Zum Schluss kommen wieder ein paar abschließende Szenen aus Baskeri zum Entspannen. Und ja, ihr werdet sehen, immer noch sehr, sehr schön Sommer, obwohl die Blätter langsam schon wieder ein bisschen dunkler werden. Also ich habe das Gefühl, es trocknet alles schon wieder sehr aus und fast kommt schon so ein bisschen Herbstgefühl auf. Und die Leute meinen eben auch, ja, jetzt im August kommt schon eigentlich der Herbstsommer. Also das geht jetzt ruckzuck. Aber das Gute ist, es werden jetzt auch langsam wieder viel mehr Beeren wachsen, selbst in meinem Garten. Und ja, dazu und zu einigen anderen Dingen, die ich so unternommen habe und Sommerfest und ja, Beerenpflücken und vielen Dingen, werdet ihr dann im nächsten Video einiges sehen. Jetzt erstmal gute Entspannung mit den letzten Szenen aus meinem geliebten Dorf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugeschaut habt.